Viktor Orbán kämpft um die Macht. Gewinnen wir die wichtigste Schlacht unseres Lebens. Im System Orbán ist alles darauf ausgerichtet. Presse, Wirtschaft, Rechtsstaat, Machtapparat. Sie haben es illiberal, autoritär, Hybridsystem oder Gott weiß wie genannt. Sein Herausforderer sieht das so. In diesem Mafiastaat geht es um Macht. Wir wollen wissen, wie das System Orbán das Leben der Menschen verändert. Wir sehen, der Widerstand wächst. Auch aus Europa. Sie führen einen Dschihad gegen uns. Plötzlich Krieg im Nachbarland Ukraine. Putin-Freund Orbán unter Druck. Wird sein System das überstehen? Der Krieg ändert alte Gewissheiten. Ungarn nimmt nun Flüchtlinge auf. Früher machte Orbán Wahlkampf gegen sogenannte Migranten. Nun zeigen ihn seine Facebook-Videos, wie er sie freundlich begrüßt. Dies ist die erste Fluchterfahrung für Menschen in Not hier in Budapest. Es gibt ihnen eine Chance auf eine glücklichere Zukunft. Es sei Nachbarschaftshilfe, so die Botschaft. Und sie überlagert eine Nähe zu Russland, die Orbán vor dem Krieg pflegte, zum eigenen Machterhalt. Wir sind an der Grenze zur Ukraine. Ungarn liegt auf der Schwelle zwischen Ost und West. Hier sind sie in Sicherheit. Hier beginnt die EU. Hier endet die russische Welt der Eisenbahn. Von der russischen Spurbreite auf die mitteleuropäische umzuladen, ist im Frieden ein Geschäft mit Riesenpotenzial. In Fenje-Schlidke entsteht ein neues Umschlagterminal, Teil der neuen Seidenstraße. Das sei Orbán zu verdanken, meint Bürgermeister Mihai Tibor Marta und seinen guten Beziehungen zu Russland und China. Warum gibt ein Volk einem bestimmten Menschen diese Macht? Damit er schlauer ist und seinem Land in der Wirtschaftspolitik und allgemein in der Weltpolitik Vorteile verschafft. Das ist überall so, auch bei Ihnen. Mihai Tibor Marta meint, Orbán sei gut für Ungarn und für sein Dorf. Wir besuchen ihn kurz vor dem Ukraine-Krieg. Langfristig sollen hier hunderte Container aus China umgeladen werden, hofft er. Es ist das Millioneninvestment eines russischstämmigen Investors mit ungarischem Pass. Nur eines von vielen Projekten mit Russland-Connection. Ein Joint Venture mit russischer Beteiligung wird hier weitere Milliarden in Schienen stecken. Ungarn kauft mit einem russischen 10-Milliarden-Kredit russische Atomtechnologie. Die russische Investmentbank in Budapest genießt diplomatische Sonderrechte. Putin liefert Impfstoffe und stellt Orbán kurz vor dem Krieg mehr Gas zu billigeren Preisen in Aussicht. Die Länder sind eng verflochten. Das zeigen auch die Fahnen. Orbán gehört zu den Bremsern bei EU-Sanktionen. Ungarn würden Energiesanktionen unverhältnismäßig belasten, da Ungarn 85% seines Gases aus Russland bezieht. Auch Deutschland zögert da, aber Ungarn bremst mehr. Der Außenminister und Träger des russischen Freundschaftsordens schließt ungarische Hilfe für die Ukraine aus. Wir haben entschieden, keine Truppen und keine Waffen zu schicken. Und wir erlauben auch keine tödlichen Waffen über ungarischem Territorium. Denn sie könnten das Ziel feindlicher militärischer Reaktionen werden. Fenje-Schlidke an der Grenze ist ein bisschen wie ganz Ungarn. Es liegt zwischen Ost und West und will von beiden profitieren. So sollen gute Zeiten für alle anbrechen. Und der Bürgermeister ist ein bisschen wie Orbán. Stolz auf ungarische Traditionen zeigt er mir die Kirche aus dem 13. Jahrhundert.
Hier seien alle christlich und Patrioten, natürlich wähle man rechts. Nur habe nichts Welten links und die gäbe es hier kaum, erklärt er mir. Er gibt den guten Patriarchen, so wie Orbán, für das ganze Land. Für die ungarische Gesellschaft wie auch für andere mittelosteuropäische Länder ist die Familie sehr wichtig. Das Familienförderungsprogramm der Regierung wird von allen als sehr gut bewertet. Genau das stärkt speziell Orbán in dieser Wahl. Im Kindergarten von Fenia Schlitke ist noch Platz. Junge Paare haben wenig Nachwuchs und wandern ab. Der Bürgermeister ist deshalb froh, dass die Regierung Orbán im Wahljahr die Förderung kinderreicher Familien noch mal erhöht hat. Der Kampf um Kinder wird auch ideologisch geführt. Kinderbücher, in denen Schwule oder Lesben vorkommen, gelten nun als nicht jugendfrei. Das sei menschenrechtswidrig, sagt die EU. Der Bürgermeister sieht es so. Wir sind in der EU eine große Familie, die Familie unterschiedlicher Nationen. Auf meine Familie runtergebrochen heißt das, ich habe drei Kinder, sie haben drei verschiedene Interessen. Sie haben andere Vorstellungen von der Welt. Wir haben auch mal Streit, aber wir bleiben eine Familie und bemühen uns, zusammenzubleiben. Keinesfalls will Ungarn die EU verlassen, sagt er, nicht zuletzt wegen der vielen Subventionen. Doch die EU will manche nicht mehr auszahlen, zu oft sei Korruption im Spiel. So auch bei der Erneuerung der Bahnlinien bei Fenia Schlitke. Es sind immer die gleichen wenigen Leute, die in Ungarn das große Geschäft machen. Der Bürgermeister schaut da weg. Wenn ich 3 Kilogramm Tomaten kaufe, dann werde ich nicht nach der Vergangenheit des Verkäufers fragen oder wo er herkommt. Das ist nicht meine Aufgabe. Dafür gibt es ja Politik und Ausschüsse gegen Korruption, damit sie so etwas ans Licht bringen. Das ist zu groß für mich. Der Horizont des Bürgermeisters ist begrenzt. Und auch darauf stützt sich das System Orbán. Auf ihn ist alles ausgerichtet, die EU soll sich besser raushalten. Gern nimmt er ihr Geld, ungern ihre Verpflichtungen. Wegen Mängeln bei Rechtsstaatlichkeit werden aber nun EU-Gelder nicht ausgezahlt. Orbán ist sauer. Die Kommission spielt ein politisches Match. Man sieht doch, dass es darauf hinausläuft, die ungarische Regierung zu schwächen. Dahinter steckt das Ziel, dass es nach den Wahlen nicht mehr diese Regierung gibt. Kein Interview vom ungarischen Außenminister zu diesen Fragen. Auch die EU-Kommission hält sich lieber zurück. Kein Interview. Aber das Europäische Parlament lässt Ungarn keine Ruhe. Daniel Freund und andere Parlamentarier waren erst kürzlich wieder in Ungarn. Er warnt. Die EU-Subventionen stabilisieren das System Orbán. Und in großem Stil werden diese EU-Gelder von Orbán und seinem Umfeld geklaut. Das Geld wird in großem Stile zum Machterhalt benutzt und um sich selbst zu bereichern. So war es auch hier. Tatort Hódmezővásárhely. Corpus Delicti, die Straßenlaternen. Teure, aber ungeeignete Funzeln, größtenteils von der EU bezahlt. Das Geld landete in den Taschen von Orbáns Schwiegersohn. Am Ende flog die Sache auf und die Bürger wählten einen Oppositionsmann ins Rathaus. Dieser neue Bürgermeister will das System Orbán nun im ganzen Land besiegen. Darum geht's bei Korruption. In diesem Mafiastaat geht's um Macht. Orbán will Macht, Loyalität und volle Kontrolle. Hier in der Pusta ist die Heimat von Péter Márkizay, Spitzenkandidat der Vereinten Opposition. Er vertritt die 6 wichtigsten Oppositionsparteien von links bis rechts. Ein mühsamer Wahlkampf. Péter Márkizay schüttelt jede einzelne Hand. Rund 30 Anhänger sind ins Kulturhaus von Marté gekommen. Ungarn war nie so korrupt wie heute. In unserer 1000-jährigen Geschichte hatten wir nie so eine korrupte Regierung. Die Armut der Ungarn, der Reichtum von Orbáns Freunden, das ist sein Thema. Und damit findet er Gehör.
Denn hier auf dem Land haben die meisten Leute wenig Geld. Unsere vier Enkel sind im Ausland geboren. Die Eltern haben das Land verlassen. Mein Sohn ist Lehrer. Als er sein erstes Gehalt bekam, kaufte er ein T-Shirt, eine Jeans, eine Monatskarte und dann war sein Geld alle. Marc Kizoy ist hier der Lokalmatador. Ein rechtsliberaler Wirtschaftswissenschaftler, der was von der Welt gesehen hat. Vater von 7 Kindern. In dieser Kirche besucht der strenggläubige Katholik den Gottesdienst. Ungarn gehöre zu den ärmsten Ländern in der EU und das sei untragbar. Doch wie er Ungarn wieder erfolgreich machen will, erfahren die meisten Ungarn nicht. Und das liegt an Orbáns Medienmacht. Dies ist der einzige Auftritt, den ihm das ungarische Staatsfernsehen gewährt. 5 Minuten lang. Vielen Dank, dass die Opposition hier in 4 Jahren 5 Minuten reden darf. So wie man hier über mich berichtet, erkennen mich meine Kinder und die Bürger von Hódmezővásárhely nicht wieder. Sie verschweigen den Leuten die Wahrheit. Orbáns Medien senden vor allem Orbán. Mitten in Hódmezővásárhely steht heute ein junger Mann, der all das ändern will. Márton Gulyás, Aktivist, Journalist und der erfolgreichste politische Influencer des Landes. Mit diesem mobilen Studio sind wir die kommenden Wochen unterwegs. Bei ihm bekommt die Opposition ein Forum, das sie im System Orbán nicht hat. Ich habe Frust, aber ich habe auch diese Chance, dieses Mittel, diesen Weg, um meinen Frust in etwas zu verwandeln, das für Hunderttausende Ungarn wichtig ist. Und interessant ist. Einen wie Márton hat man in Ungarn noch nicht gesehen. Als außerirdischer Bösewicht versuchte er einmal, eine Aufenthaltserlaubnis bei den Behörden zu erwirken. Eine Persiflage auf Orbáns Migrationspolitik. Mit solchen Videos versucht er, das System Orbán zu entlarven. Ich mache euch zu stolzen Ungarn. Das ist Orbáns Strategie. Ich mache euch nicht zu Reichen, auch nicht zu Gesunden, aber zu stolzen Ungarn. Und die Leute sagen, klingt gut, so machen wir das. Denn sie glauben nicht, dass Politiker ihnen Wohlstand, Bildung oder Gesundheit bieten können. Seit Jahren versucht Orbán, seine Macht systematisch zu sichern. 2011 ist der Moment, der Martons politischen Kampfgeist weckt. Da hatte das System Orbán ein neues Wahlgesetz eingeführt, das die Fidesz-Partei auch durch Überhangmandate bei Wahlen bevorteilt. Das führte dazu, dass Orbán 2018 mit 49% der Stimmen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament bekam. Nach der letzten Wahl war völlig klar, die Opposition muss sich vereinen. Denn sonst ist es für sie unmöglich, bei der Wahl mit der Regierung gleichzuziehen. Márton Gulyás gehörte zu den Ersten, die forderten, dass die Opposition gemeinsam antreten muss, von ganz links bis ganz rechts. Für den Kandidaten Marc Kizoy ist das jedoch ein politischer Drahtseilakt. Ich gebe da die Richtung vor. Wir teilen 4 Grundwerte. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft und europäische Integration. Ja, diese Koalition wird ein Albtraum. Aber ich habe noch einen größeren Albtraum. Und der ist, dass Orbán dieses Land weiterregiert. Die Botschaft der Opposition, Orbán, Handlanger von Putin, Verräter ungarischer Interessen. Marc Kizoy reist sogar nach Berlin und versichert der deutschen Politik, mit ihm kehre Ungarn in die Reihe überzeugter Europäer und NATO-Mitglieder zurück. Sichert das Bekenntnis zum Westen einen Wahlerfolg? Wegen des Krieges in der Ukraine hat es Marc Kizoy schwer, mit seinen Botschaften durchzudringen. In Budapest, der Hochburg der Opposition, kann er dennoch Zehntausende mobilisieren. Es gibt nur eine gute Wahl. Wir müssen nicht den Osten wählen, sondern Europa. Doch gegen das System Orbán anzukommen, ist in Ungarn schwer.
Es wäre ein Wunder, wenn wir gewinnen. Es wäre das achte Weltwunder. Es wird fantastisch. Um Wähler wie ihn wirbt Márkizoy. Jung, urban, gut ausgebildet. István Gordos lebt wegen der Arbeit in Berlin, ist aber noch in Budapest gemeldet. Knapp 200.000 Ungarn leben so in Deutschland, rund 500.000 in Westeuropa. Viele würden gegen Orbán stimmen, wenn es für sie nicht so schwer wäre. Es gibt nur 5 Möglichkeiten in Deutschland. Berlin, Dortmund, Stuttgart, Nürnberg und München. So, für mich ist es ziemlich einfacher, weil ich wohne in Berlin. Aber die Leute, die zum Beispiel in Hamburg wohnen, die sollen auch eine extra Reise für die Wahlen machen. Und dann oft anstehen, stundenlang. Hier Bilder aus London 2018. Viele konnten an diesem Tag ihre Stimme gar nicht abgeben. István und seine Freunde wollen trotzdem mobilisieren. Für Márkizoy nämlich. Für diese Wähler kommt er extra nach Berlin. Es sei Teil des Systems Orbán, dass den liberalen Ungarn im Westen das Wählen schwer gemacht wird, meint er. Unsere Regierung macht einen Riesenunterschied zwischen den Auslandsungarn im Osten und denen im Westen, wie hier in Deutschland. Denn Auslandsungarn im Osten können per Brief abstimmen. Kispolat und Botpalat liegen im Osten, nahe der Grenze. Es ist Ungarns ärmste Region. Orbáns Fidesz gewann hier die meisten Stimmen. Ein Grund, rechtzeitig zu Wahlen gibt's Wohltaten. Keine Einkommenssteuer mehr für unter 25-Jährige und für die Alten wie Jolanka eine 13. Monatsrente. Ich würde nur Orbáns Fidesz wählen. Ein weiterer Grund für den Fidesz-Wahlerfolg, die östlichen Auslandsungarn. Kurz vor Kriegsausbruch sind wir hier, es fliehen schon die ersten Ukrainer. Wir treffen Kotolin, ungarische Ukrainerin. Orbán, so sagt sie, habe ihr die Doppelstaatsbürgerschaft ermöglicht, eine ungarische Rente, ein Wahlrecht in Ungarn. Orbán wähle ich natürlich. Er hat den Zweitpass möglich gemacht und unterstützt uns. Seit Orbáns Machtantritt wurden rund 1,2 Millionen Pässe an Auslandsungarn ausgegeben. Neue, treue Staatsbürger für Orbáns System. Glauben Sie, dass Sie die einzige Doppelstaatsbürgerin sind, die für Orbán stimmt? Oder dass alle so wählen wie Sie? Alle. Er hat uns die Pässe gegeben, mit denen können wir problemlos die Grenze überqueren. Ohne das wäre das nicht möglich. Diesen Wählern hat die Orbán-Regierung viel zu verdanken, sagt der Vizepremier. 2014 und 18 haben wir mit den Stimmen unseres ungarischen Blutes außerhalb der Grenzen die Zweidrittelmehrheit erreicht. Auch weil in der Gegend alle Direktkandidaten von Fidesz gewannen. Die werden eigentlich ausschließlich von Bürgern gewählt, die tatsächlich hier wohnen. Doch zu den Wahlen zogen plötzlich viele Ukrainer her. Sie wohnten angeblich in solchen Ruinen oder zu Dutzenden in Einfamilienhäusern. In diesem zum Beispiel. Aber Adam Schanko, der hier wohnt, hat sie nie gesehen. Er erzählt, wie er von seinen rund 130 ausländischen Mitbewohnern erfuhr. Die damalige Fidesz-Bürgermeisterin hat die Anmeldungen der Ukrainer arrangiert, ohne unser Wissen. Sie hat nur später gesagt, dass sie diese Leute in unserem Haus angemeldet hat. Wir sollen die Formulare unterschreiben. Im Gegenzug versprach sie Arbeit in der Gemeinde. Adam hat einen Job anderswo und deshalb ist er frei genug, über das System zu sprechen. Es funktioniert auch bei Kommunalwahlen. In Kispolat war 2019 einer der letzten freien TV-Sender RTL Club dabei.
Während Ukrainer abstimmen, stehen Kischpolada daneben. Es interessiert sie nicht. Sie kommen, wählen und gehen wieder und wissen nicht, was hier weiter passiert. Bei den letzten Parlamentswahlen sei es auch so gelaufen. Doppelstaatsbürger mit ungarischen Scheinadressen stimmten für Direktkandidaten. Das war damals illegal. Bei den Parlamentswahlen war ich als Delegierter einer Oppositionspartei dabei. Und die doppelten Staatsbürger kamen massenweise wählen. Ich meine, dass damals mehr Doppelstaatsbürger gewählt haben als Ungarn, die tatsächlich hier leben. Die Bürgermeisterin wurde wegen Urkundenfälschung in erster Instanz verurteilt. Aber Adam und sein Nachbar Kalman fühlen sich trotzdem als Verlierer. Jetzt hat Orbán das Gesetz verändert. Man muss hier nicht mehr leben und wohnen, um Direktkandidaten wählen zu können. Das ist die Korruption, die er macht. Nicht die Bürgermeister machen das, sondern der ungarische Ministerpräsident. Wir sind empört, weil die Orbán-Partei Fidesz das Gesetz modifiziert hat. So wollen sie 2022 die Wahlen gewinnen. So wollen sie wieder eine Zweidrittelmehrheit holen. Wir bemühen uns im Bürgermeisteramt um Stellungnahme. Persönlich und auch schriftlich keine Reaktion. Wir bemühen uns auch mehrfach in der Hauptstadt um ein Interview mit der Regierung. Bis Redaktionsschluss bekommen wir nur Absagen. Mit der Zweidrittelmehrheit im Parlament kann Orbán die Verfassung ändern. Er tut es, bis hin zur Menschenrechtsverletzung. Theaterabend in Budaörs. Heute steht Freude und Glück auf dem Spielplan. Die Ungarn gehen sehr gerne ins Theater. Das Stück, das Sie heute sehen, ist in Ungarn nicht jugendfrei. Und das liegt an dieser Szene. Meine Mädel, Kerst! Bussi wollt! Weil in diesem Stück ein schwuler junger Mann vorkommt, darf es Jugendlichen nicht gezeigt werden. So bestimmt es ein Orbán-Gesetz, das sogenannte homosexuelle Propaganda verbieten soll. Laut EU-Kommission ist das Gesetz menschenrechtswidrig. Wir treffen den Regisseur des Stückes, Robert Olföldi, einer der berühmtesten Theatermacher Ungarns. Hallo, nice to meet you. Dieses Gesetz ist eine perfekte Marketingkampagne. Es geht dabei nicht nur um die Wahl. Es geht nicht um den Schutz der Kinder, nicht um sexuelle Aufklärung und nicht um christliche Werte. Es ist einfach Marketing. Es geht darum, ein Feindbild zu schaffen, jemanden zu hassen. Das Stück spielt in der ungarischen Minderheit in Rumänien und versucht zu ergründen, wie diese ungarische Minderheit mit ihrer eigenen Minderheit umgeht, nämlich mit den Homosexuellen. Wenn man nicht darüber redet, dann gibt es das auch nicht. So ist das in Ungarn. Demokratie, Offenheit, Akzeptanz, Solidarität. Das muss eine Gesellschaft lernen. Dieses Stück wird in einem kleinen, unabhängigen Theater gespielt. Auf einer staatlichen Bühne wäre es nicht möglich. Denn das System Orbán definiert genau, wie Familien in Ungarn aussehen und dargestellt werden müssen. Der Vater ist ein Mann, die Mutter ist eine Frau. Und lasst unsere Kinder in Frieden. Ich besuche Esther und Christina. Bei denen ist die Mama eine Frau, die zweite Mama auch eine Frau und das Kind der kleine Daniel. Wir haben zwei Worte, Mama und Mutti. Ich bin die Mama und Christina ist die Mutti. Im Dezember haben wir unsere Partnerschaft eintragen lassen. Christina ist jetzt offiziell Stiefmutter unseres Sohnes. Das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Ich glaube, wir sind eine ganz normale Familie. Für Kinder ist es selbstverständlich, was sie um sich herum sehen. Daniel weiß, dass es Kinder gibt, die zwei Mütter haben
eine Mutter und einen Vater oder nur ein Elternteil. Das war mal Thema, aber jetzt interessiert es ihn nicht mehr. Dass wir diese Familie überhaupt zeigen können, ist eine absolute Ausnahme. Keine andere Regenbogenfamilie hat sich das getraut. Anwälte raten ihnen davon ab. Zu groß die Angst vor Orbáns Propagandagesetz und gesellschaftlichen Repressionen. Was bedeutet es, wenn in den Medien, in der Schule, im Theater oder in Büchern Homosexualität nicht mehr genannt werden darf, sobald Jugendliche in der Nähe sind? Es sind vor allem Jugendliche, die jetzt in einem Umfeld aufwachsen müssen, in dem sie spüren, wenn sie nicht heterosexuell sind, müssen sie ihre Gefühle verheimlichen. Weil die Regierung, die Medien und manchmal sogar die eigene Familie gegen sie ist. Das ist sehr schädlich. Orbáns Gesetz gegen die Verbreitung homosexueller Inhalte hat europaweit für große Aufregung gesorgt. Aus Protest leuchtete die Allianz Arena während der Fußball-Europameisterschaft in den Regenbogenfarben. Und der deutsche Kapitän Manuel Neuer trug demonstrativ eine Regenbogenbinde. Homosexuelle zu Feinden zu erklären, soll Orbán im Wahlkampf Stimmen sichern. Das besorgt auch die Aktivistin Györgyi Kövesi. Ich muss seufzen. Die Situation von LGBTQ-Menschen in Ungarn ist sehr schlecht. Sehr viele Bekannte und Freunde von mir wollen deshalb ins Ausland ziehen. Die Lesbenorganisation von Györgyi Kövesi hat ein Kinderbuch herausgebracht. In den Geschichten geht es darum, dass manche ein bisschen anders sind. Menschen mit Behinderung, Menschen mit wenig Geld und auch zwei Prinzen, die heiraten. Das Buch ist in Ungarn als jugendgefährdend eingestuft. Das bedeutet, dass Buchläden, in denen es verkauft wird, solche Schilder an der Tür anbringen müssen, auf denen steht, dass hier nicht traditionelle Inhalte verkauft werden. Solche Bilder will das System Orbán nicht. Solche Bilder dagegen schon. Ein männlicher Mann, der ein Schwein schlachtet und dann einen Schnaps trinkt. So inszeniert er einen Kulturkampf um ein angeblich echtes Ungarntum, das nur einen Zweck bedient: teile und herrsche. Wir die Heteros, sie die Homosexuellen. Wir die Christen, sie die Migranten. Es scheint, dass die Ungarn dafür empfänglich sind. Wir lieben Herrscher mit starker Hand, die uns vor dem Fremden beschützen. Das ist die Politik Orbáns. Das hat leider Hass und Spaltung in die Familien gebracht. Doch im Sommer 2021 zeigte sich, dass sich die Gesellschaft von Orbán nicht alles bieten lassen will. Es ist der bis dahin größte Protest für sexuelle Vielfalt in der Geschichte Ungarns. Wir sehen Solidarität und das ist gut. Plötzlich kam ein junger Mann auf mich zu. Er sagte, ich bin hetero. Aber dieses Gesetz hat mich auch aufgeregt und ich denke, dass mein Platz jetzt neben euch ist. Viele sind empört darüber, was die Regierung mit den Homosexuellen macht. Und deshalb waren viele Unterstützer da. Die Familie von Esther versucht weiter, ein normales Leben zu führen. Ich möchte, dass wir versuchen, uns gegenseitig zu akzeptieren. Und dass die Politik die Minderheiten in Ruhe lässt. Ich will einfach in Frieden leben. Doch das System Orbán lässt jene nicht in Ruhe, die anders denken. 3 Jahre war dies der Weg zur Arbeit für Gabriela Szobo. Viele Jahre hatte sie darauf hingearbeitet, am Verwaltungsgericht Budapest Recht sprechen zu dürfen. Sie ist Richterin mit Leib und Seele. Doch nach einer Art Probezeit wurde sie im Amt nicht bestätigt.
Für 3 Jahre war dieses Gericht mein Leben. Alles war ihm untergeordnet. Es ist ein schlechtes Gefühl, hier zu stehen und zu wissen, dass ich keine Richterin mehr bin. Ich kann nicht verstehen, was ich falsch gemacht habe. Sie betrat vermintes Gelände, politisch gesehen. Die Regierung Orbán steht für einen restriktiven Kurs in der Asylpolitik. Mit der EU liegt Ungarn da oft über Kreuz. Und wer in Ungarn die Gesetze zur Asylpolitik in Frage stellt, ist politisch auffällig. Wer dazu nicht das eigene, sondern das höchste europäische Gericht anfragt, ebenfalls. All das tat die junge Richterin Gabriela Szobo, als sie den EuGH fragte, ob das ungarische Asylrecht nicht europäischem widerspräche. Das ist der wahre Grund, meine ich, für meine Absetzung. Dass ich den Europäischen Gerichtshof um eine Vorabentscheidung über das sogenannte Stop-Soros-Gesetz gebeten habe, das Asylfragen regelt. Ich fragte den EuGH, ob es gegen europäisches Recht verstößt. Später bekam ich recht. Es ist ein politisch heikles Thema und meine Frage sorgte für Missbilligung. Ich meine, das ist der Grund, aber ich kann das schwer beweisen. Die volle Punktzahl hatte sie oft bei sachlich-fachlichen Kriterien im Bewerbungsverfahren. Gabriela ist eine fähige Juristin. Von 2000 Bewerbern um Richterposten kam sie auf Rang 19. Doch als publik wird, dass sie den EuGH anrief, explodierte das Netz. Sie zitiert auf Deutsch: Feinde der Stadt müssen liquidiert. Keiner schützte sie, im Gegenteil. Ihr Fall sollte abschrecken, meint sie. So funktioniert das System Orbán. Wir sollen nicht denken, dass wir unabhängig sind. Geschichten wie meine sollen zum Nachdenken anregen. Und mir fällt auf, dass die Richter sich anpassen. Gabriela hat dagegen geklagt, dass sie als Richterin abgesetzt wurde. Sie ist nicht die Einzige, die sagt, das System setze sie unter Druck. Die Justizministerin lehnt ein Interview mit uns ab. Sicher ist aber, Gesetze und Regeln, die hier ausgearbeitet werden, lassen Ungarn jedes Jahr weiter im Rechtsstaatlichkeitsranking abrutschen. Auf nun Rang 69, letzter Platz unter den EU-Ländern. Besonders bemängelt die EU, dass so EU-Subventionen nicht ausreichend geschützt sind vor Korruption und Missbrauch. 7-mal urteilte der EuGH über Ungarn in Rechtsstaatlichkeitsverfahren. Immer verlor Ungarn. Und deshalb darf die EU nun Überweisungen an Ungarn zurückhalten, bis sich die Rechtsstaatlichkeit bessert, urteilten die Richter. Sie führen jetzt einen heiligen Krieg, einen rechtsstaatlichen Dschihad. Doch, meine Freunde, gegenüber dem Dschihad helfen Worte selten. Hier müssen wir Stärke zeigen. Also komme die Reconquista. Der Stopp der EU-Gelder ist ein harter Schlag für das System Orbán, wenn die EU das im Ukraine-Krieg durchhält. Orbán hat es in den letzten 12 Jahren sehr geschickt hinbekommen, immer nicht das dringlichste Thema zu sein. Es gibt immer andere, größere Krisen. Im Moment ist es die Ukraine. Über Jahre war es erst die Euro- und Finanzkrise, dann war es Migration, dann war es Brexit. Orbán war nie Thema Nummer 1. Und die anderen Staats- und Regierungschefs haben immer gesagt, wir gehen jetzt nicht gegen Orbán, weil wir brauchen gerade Geschlossenheit. Das System Orbán weiß Krisen für sich zu nutzen. Auch innenpolitisch. Kurz vor der Wahl drücken die Ungarn hohe Benzinpreise. Wir haben die Politik der 4 Stopps eingeführt. Stopp der Nebenkosten, Kraftstoffpreisstopp, Zinsstopp und Lebensmittelpreisstopp. Orbán begrenzt die steigenden Benzinpreise. Ein Wahlgeschenk. Für ihn ist wichtig, dass jeder von dieser Wohltat erfährt und dass ihn niemand in Frage stellt. Dabei hilft ihm seine einzigartige Medienmacht. Wie funktioniert das in der Praxis? Eine Tankstelle in der Provinz. An der Zapfsäule steht: Bitte nicht tanken.
Der Tankwart muss wegen Orbán Benzin unter dem Einkaufspreis abgeben und fürchtet nun um seine Existenz. Herr Tolkovic würde deshalb am liebsten nur noch Bier verkaufen. Ich kaufe den Treibstoff teurer ein, als ich ihn verkaufen darf. Meine Reserven halten noch ein, zwei Wochen. Das hängt davon ab, wie viel jeder tankt. Journalist Bolas Grimm von der Wochenzeitung Madjar Hong ist einer der wenigen, die hierüber berichten. Doch das ist nicht so einfach. Der kleine Mann hat Angst vor Repressionen. Und die großen Männer auch. Zwei Bürgermeister haben sich geweigert, Interviews zu geben. Die beiden sind von der Fidesz-Partei. Viele halten inzwischen lieber den Mund. An der Tankstelle von Herrn Tolkovic jedoch hat er Glück. Soll ich tatsächlich meine Meinung sagen? Was die schmutzige Regierung damit will? Lieber nicht. Der Mistkerl soll abhauen. Orbán ist ein gemeiner Dieb. Das ist meine Meinung. Die Tankstellenbetreiber werden ruiniert. Viele haben schon zugemacht. Regierungsnahe Medien berichten zwar, dass Benzin jetzt billiger ist, aber über die Konsequenzen davon reden sie nicht. Kein Wunder. Hier droht der Innenminister Journalisten mit der Polizei, sollten sie über die Lage an den Tankstellen nicht so berichten, wie Orbán sich das wünscht. In Budapest besuche ich die Redaktion von Herrn Grimm, die Wochenzeitung Madjar Hong. Viel Geld haben sie nicht, aber dafür viel Idealismus. Dass es diese unabhängige Wochenzeitung gibt, ist ein kleines Wunder. Ungefähr 90% aller ungarischen Medien sind in der Hand der Regierungspartei. Orbán möchte jede Medienorganisation beherrschen. Lukács Csaba und seine Kollegen haben am eigenen Leib erfahren, wie Orbán unliebsame Zeitungen auf Linie bringt. Vor 3 Jahren war das, als sie ihre Sachen packten. Da waren sie noch bei der renommierten Tageszeitung Magyar Nemzet. Die war unabhängig, 80 Jahre lang. Dann kaufte ein Orbán-Freund das Blatt und die unabhängigen Journalisten gingen. Ich war der Unglückliche, der damals den Abschiedsartikel geschrieben hat. Lukács hat nicht aufgegeben. Er gründete ein neues Blatt, die Madjar Hong. Während wir reden, taucht plötzlich die Justizministerin im Fernsehen auf. Es geht um Rechtsstaatlichkeit und die EU. Die Ministerin gibt eine Pressekonferenz. Da sehen Sie die Pressekonferenz der Regierung. Wir dürfen da nicht hin. Wir dürfen keine Fragen stellen und bekommen keine Antworten. Orbáns Kampf gegen die unabhängige Presse findet an allen Fronten statt. Es gibt nur noch Orbán-freundliche Radiostationen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen machte er zum Staatspropagandasender. Ein Fake-News-Gesetz soll fehlerhafte Berichterstattung mit Gefängnis bestrafen. Orbán weiß, wer die Medien beherrscht, hat die Macht. Doch dabei steht ihm noch ein Großunternehmer im Wege. Servus, Doc. Wolf-Christian Ulrich, ZDF. Nice to meet you. Nice to meet you. Und das ist Zoltán Varga, der letzte unabhängige Medienmogul und einer der reichsten Ungarn. Ich bin ein Investor. Einer meiner größten Erfolge, ich habe die Fluggesellschaft Wizz Air mit aufgebaut. Ich liebe Wettbewerb. Ich bin in vielen Bereichen aktiv. Elektrizität, Kabelnetze, Bildung. Ich bin ein sehr glücklicher Mann. Ihm gehört 24.hu, eine der populärsten Nachrichtenwebseiten in Ungarn. Nachdem Orbáns Leute schon viele Redaktionen im ganzen Land aufgekauft hatten, klopften sie auch bei Varga an.
Ich habe immer wieder Anrufe bekommen, willst du dich nicht auf einen Kaffee treffen? Und dann hieß es nebenbei, ah, ich würde gerne deine Redaktionen kaufen. Und ich sage dann, vielen Dank, aber die stehen nicht zum Verkauf. Ich hatte immer wieder solche Treffen. Am Ende des Tages haben sie es dann kapiert. Viktor Orbán und seine Regierung haben verstanden, sie brauchen die Medien, um an der Macht zu bleiben. Sie können ihn nicht kaufen, also haben sie ihn abgehört. Und zwar mit der Pegasus-Software, die eigentlich dafür gedacht ist, Terroristen zu finden. Er wurde beschattet und einer Schmierenkampagne ausgesetzt. Seine Redaktionen hat er trotzdem nicht verkauft. Aus meiner Sicht sind die Demokratie und die Freiheit nicht so stabil wie früher. Orbán nutzt alle Mittel, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört auch, unabhängige Medien finanziell auszutrocknen. Lukács Csorbor zeigt mir seufzend seine Zeitung. Fast keine Werbeanzeigen. Kein Zufall. Wir bekommen keine Anzeigen von internationalen Unternehmen, weil sie Geschäfte mit der Regierung machen. Und die wollen sie nicht aufs Spiel setzen. Ich hatte darüber eine sehr ehrliche Diskussion mit dem Leiter einer großen deutschen Autofirma in Ungarn. Er sagte mir, dass sie eine neue Fabrik in Ungarn eröffnen wollen, dass die Regierung dafür hohe Subventionen versprochen hat und dass er nicht riskieren will, dieses Geld zu verlieren. Damit hört die Schikane nicht auf. Die Magyar Hang kann nicht in Ungarn gedruckt werden. Das passiert im Nachbarland der Slowakei. Ungarische Druckereien trauten sich nicht mehr, seine Zeitung zu drucken, sagt Lukács Csorbor. Er vermutet, sie fürchten Orbáns langen Arm. Wenn man ein guter Unternehmer sein will, geht das nicht ohne Kontakte zur Regierung. Denn die Regierung hat die Macht, den Firmen zu sagen, du bist in unserer Hand und ich bestrafe dich, wenn ich will. Dies ist kein echter Geldschein, es ist ein Sinnbild. Das System Orbán hat sich tief ins wirtschaftliche Leben hineingefressen. Wer der Fidesz-Partei nahesteht, gewinnt Aufträge und Geld, sagt Unternehmer Varga. Dies ist kein freier Markt. Will Orbán eher eine freie Medienlandschaft oder eher eine wie bei Putin? Wie bei Putin. Absolut. Das System Orbán hat seinen Preis. Gabriela Szobo hat vor Gericht verloren. Das Urteil, sie sei unfähig. Sie wird das Land wohl verlassen. Esther und Christina hoffen, dass sie mit ihrer Familie in Ungarn bleiben können. Verleger Lukács Csorbor hofft weiter auf Anzeigen deutscher Autofirmen. Peter Markizoy will weiter gegen die Korruption kämpfen. Bürgermeister Marta meint, nach dem Krieg und nach der Wahl wird alles wie zuvor. Mit einem Mann an der Spitze, auf den alles ausgerichtet ist. Viele Posten der Macht sind auf Jahre mit Orbán-Leuten besetzt, völlig unabhängig von den Wahlen. Ungarn first, sagt sein starker Mann. Und das heißt vor allem Orbán first.